Max Bandy. Dieser Eishockeyspieler weiß sich am Punch die Zähne aus wie Thai-Box-Mitglieder. Ein Sträuch wie dieser wird mir gefährlich? Eher nicht. Ein Schlag und er spürt seinen scheiß Kopf nie wieder. Yeah. Und ich nehm deinen Girl noch Doggy später. Deine Nase hat sogar die Form von Hockeyschlägern. Der Mädel ist verwirrt und verwöhnt mich gleich. Wir fragen uns, war die Nase die Persönlichkeit? Bist nicht gewöhnlich, nein, redest von Charakter. Pass dich dem Strom an, wie ein Adapter. Du liegst schon Adapter, du weißt, ich hab recht. Du bist scheiße und schlecht, hau dich mit Leichtigkeit weg. Kopierst Reimketten, da sucht wohl jemand Streit. Was auch der Gegner weiß, MB heißt Megabyte. Sag selbst, dass sich der Schwamm inspiriert, doch kommst niemals an ihn ran. Selbst wenn du ihn auch ganz imitierst, dein Gesang sorgt dafür, dass man kotzen muss. Kein Eishockey, doch fängt dein Kopf im Schuss. Drop die Hook, doch bevor ich mir deine Scheiße geb, wirst du wie dein Hockey-Puck hier aufs Eis gelegt. Ey, vergiss nicht, selbst in tausenden Jahren wirst du im Battle wie dein Puck laufend geschlagen. Jetzt frag dich, hast du's richtig erkannt? Ich bin zwar dein Schläger, doch hab ich dich in der Hand. Wenn ich die Gatling ziehe und auf Max Bandy schieß, chillt er am Boden wie auf Ecstasy. Besser Flea, jetzt ist für den G finish. Wie billig, das Gelaber von wegen, du magst kein Street Image. Du hast Straße, du scheiß Heuchler. Tja, deine Schlitten sind statt Bleischleudern Eisläufer. Jetzt wird es hitzig wie bei ihm auf der Auswechselbank, denn er weiß, dass er mich nicht mal im Traum betteln kann. Schaut mal seine Arme, sind das Nadeln für Heroin und kann das sein? Ist der Knabe doch feminin, mit welchem Gender soll man den denn ansprechen? Drag Queen, Fake Freak oder einfach Schwanzlesbe?